So, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer heutigen außerordentlichen Gemeindevertretersitzung. Und ich denke, ich spreche für uns alle, die hier vorne sitzen, dass wir hoch erfreut sind über die tolle Beteiligung und das starke Interesse aller großen Seher an ihrem See. Wir haben das bei der Informationsveranstaltung ja auch deutlich gesehen. Es waren 250, 300 Leute, die hier vor Ort waren. Bericht des Bürgermeisters. Nun ist der 10. Juli nicht allzu weit entfernt von dem heutigen Datum. Wir hatten diese Sitzung ja auch in unserem Sitzungskalender nicht vor. Nur durch die Gegebenheit, dass die Hansestadt den See verkaufen möchte, haben wir heute zur Sicherung unserer Interessen diese Sitzung anberaumt, damit wir höchstwahrscheinlich einen B-Plan und ein Vorkaufsrecht sowie die Höhe des Gebotes mit der heutigen Sitzung festlegen können. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 7. Das ist die alte Vorlage 8. Dort sprechen wir jetzt über die Wahl Die Wahl der Verfahrensart hinsichtlich der Bestimmung der städtebaulichen Maßnahmen für die besondere Vorkaufsrechtssatzung nach § 25 Absatz 1 Baugesetzbuch, Gebiet Seefläche des Großen Sees einschließlich Insel- und Randbereiche, Aufstellungsbeschluss. In dieser Vorlage haben wir, obwohl Vorkaufsrecht dort oben einmal vermerkt wurde, einen Aufstellungsbeschluss eines B-Plans, den wir mit den Zielen Erhalt, Sicherung und Stärkung der Freizeit-, Tourismus- und Erholungsfunktion des Sees mit angestrebten Ausbau der Freizeitinfrastruktur am See haben. Wir wollen die Grün- und Freiflächenplanung, Feststellung der von der Bebauung freizuhaltenden Flächen bestimmen und die Maßnahmen des Naturschutzes, der Landschaftspflege und des Klimaschutzes zur Stärkung der Gemeindefunktion dort wahrnehmen. Es hat den Hintergrund, dass wir nicht wissen, was auf uns zukommt, wenn jemand anders den See erwerben sollte und wir kein Zugriffsrecht drauf haben. Mit diesem Aufstellungsbeschluss haben wir die Möglichkeit, den jetzigen Zustand festzuschreiben und 3 Jahre lang diesen Aufstellungsbeschluss aufrechtzuerhalten, bevor wir dann wirklich mit einer Planumsetzung beginnen müssten, rein rechtlich. Wenn wir eine Planumsetzung vorhaben, ist das natürlich auch ein Kostenfaktor für die Planungskosten dort. Ist auch ein langwieriger Prozess, also mindestens 1 Jahr. Wir haben aber nur diese 2 Werkzeuge von der Gemeinde aus, um dort Einfluss zu nehmen, weil dieses Grundstück uns nicht gehört. Können wir nur über so einen B-Plan mit besonderem Interesse der Gemeinde dort den Einfluss nehmen. Das bedeutet für einzelne Seeanlieger sicherlich die Einschränkung, die dort vermerkt ist, aber die ist auch heute schon. Wir haben in einem 50-Meter-Streifen von der Uferkante bisher schon eine Grenze gezogen, wo nichts gebaut werden darf an der Uferkante. Das ist bis auf ganz wenige Ausnahmen untersagt. Wir haben vom Wald 30 Meter und vom Gewässer 50 Meter. Und wir möchten ganz gern diesen Streifen dort mit hinzunehmen, da man einen B-Plan nicht nur für eine einzelne Teilfläche aufstellen kann. Sprich, der See ist ein Flurstück und die angrenzenden 50-Meter-Bereiche sind ja jeweils für sich immer wieder ein Flurstück. Also, dass wir, ich sag mal, 150 Flurstücke dann insgesamt in diesem B-Plan hätten. Für den Seeanlieger ist dieses mit keinen Nachteilen zu der jetzigen Situation verbunden. Für alle diejenigen, die aber dann vorhaben, ich sag mal, ans Ufer irgendwas zu bauen, weil sie den See anders nutzen wollen, hätten wir damit eine deutliche Einschränkung. Und das, denke ich, sollte auch eine abschreckende Wirkung haben. Heute sind genügend Pressevertreter hier vor Ort. Im Vorwege ist auch sehr intensiv berichtet worden. Und
wenn ein Privater dort weiterhin ernsthaft Interesse hätte, dann sollte ihm das zu denken geben, weil wir Großen sehr, und das habe ich aus der Informationsveranstaltung mitgenommen, uns nicht so geschlagen geben, sondern um den See kämpfen wollen. Dieser Aufstellungsbeschluss, den kann ich gleich dann nochmal verlesen. Ich weiß nicht, ob da Diskussionsbedarf noch im Vorwege ist. Auf der Anlage 1 und Anlage 2 unterschiedliche Grenzen ja gezogen wurden. Die Anlage 2 hat lediglich die Seefläche. Anlage 1 hat Randbereiche dann dort mit aufgenommen. Ich würde ganz gerne diese Anlage 2 streichen. Und bei der Anlage 1 müssten wir Folgendes korrigieren. Wir können kein Seeplan für gemeindefremdes Gebiet aufstellen. Das heißt, auch die Gemeinde Trittau und die Gemeinde Lütchensee reichen bis an das Ufer des großen Sees im nördlichen Bereich heran. Das ist hier auf unserer Zeichnung in dem Bereich über der Straßenbezeichnung Regel steht. Dort beginnt der Staatsforst Tarnheide. Danach beginnt Lütchensee bis hin zum Wasserwerk. Dort wäre die Abgrenzung des B-Plans direkt von der Wasserlinie zu führen. Und in dem übrigen Bereich sollten wir, so wie im Text dargestellt, auf diese 50 Meter zurückgreifen. Vereinzelt ist hier weiter zurückgesprungen worden durch Wege und irgendwelche Fluchten. Teilweise ist auch in dem Bereich der Gastronomie im südlichen Bereich das herausgenommen worden, weil dort schon ein B-Plan Nummer 15 besteht. Da wir das aber im ganzen Zusammenhang sehen, denke ich, wäre es sinnhaftig, dort ringsherum auf unserem Gemeindegebiet vom Wasserwerk bis Ende Regel steht, ein 50 Meter Streifen bildlich darzustellen. Das ist auf dieser Zeichnung nicht so vermerkt und auf der neuen Vorlage, die von Herrn Lorck verteilt wurde, ist dieses ebenfalls, also ist es klarer dargestellt, aber auch dort sind Versprünge zu sehen. Dort ist nicht regelmäßig diese 50 Meter aufgezeichnet. Ja, das würde ich ganz gern zur Diskussion stellen, beziehungsweise noch weitere Anregungen dann zum Text. Ich habe noch eine Anregung zum Text. In dem Beschlussvorschlag wird gesagt, im ersten Absatz und dann im letzten Passus, ein bestimmtes Planungsbüro beauftragt werden soll. Ich finde, wir sollten uns zu diesem Zeitpunkt da noch nicht so festlegen, sondern dass wir sagen, dass ein Planungsbüro beauftragt wird, um das durchzuführen. Gut, weitere Anmerkung? Okay, so jetzt habe ich die Aufgabe und darf das hier einmal verlesen. Beschlussvorschlag für das Gebiet der Seefläche des großen Sees einschließlich Insel- und Wegrandflächen in Form eines 50 Meter breiten Gewässerschutzstreifens. Da können wir dieses Alternativ bitte herausstreichen und die Klammer auflösen. Wird der Bebauungsplan Nummer 19 im einfachen Verfahren nach § 30 Absatz 3 Baugesetzbuch aufgestellt. Es werden folgende Planungsziele verfolgt. Erhalt, Sicherung und Stärkung der Freizeit-, Tourismus- und Erholungsfunktion des Sees mit angestrebtem Ausbau der Freizeitinfrastruktur am See. Grün- und Freiflächenplanung, Festlegung der von Bebauung freizuhaltenden Flächen und Maßnahmen des Naturschutzes, der Landschaftspflege und des Klimaschutzes zur Stärkung der Gemeindefunktion. Mit der Ausarbeitung des Planentwurfs und der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange soll ein Planungsbüro beauftragt werden. Zweitens, die öffentliche Unterrichtung und Erörterung über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung zur Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Baugesetzbuch soll in einer Form einer zweiwöchigen öffentlichen Auslegung durchgeführt werden. Wir hätten hier auch alternativ einer öffentlichen Informationsveranstaltung, aber das denke ich streichen wir dort auch, um die rechtliche Grundlage
Und zum Dritten, der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. Paragraph 2 Absatz 1 Satz 2 Baugesetzbuch. Wer dem so folgen kann, den bitte ich um das Handzeichen. Damit haben wir die erste Hürde schon mal genommen. Ich möchte bitten, dass wir hier in die Anlage dann einen korrigierten Plan am Original haben, der die Textform dort eindeutig widerspiegelt. Ist auch in Absprache mit einem Planungsbüro so veranlasst. Mhm. Nicht, dass eine falsche Zeichnung dann zu diesem Aushang dann erscheint. Gut, dann haben wir Tagesordnungspunkt 8. Satzung der Gemeinde Großensee über ein besonderes Vorkaufsrecht gemäß § 25 Absatz 1 Baugesetzbuch Vorkaufsrechtssatzung Gebiet Seefläche des Großensees einschließlich Insel und Randbereichen hier Satzungsbeschluss. Normalerweise kann Ihre Gemeinde oder jegliche Kommune nur ein Vorkaufsrecht ausüben, wenn sie ein Gebiet überplant hat und wenn deutlich öffentliche Interessen bestehen. Das sind beispielsweise in einem Wohngebiet irgendwo ein Plan erstellt wird zur Schaffung einer Kinderkrippe oder eines Spielplatzes über ein privates Grundstück, was noch nicht mal an die Gemeinde veräußert wurde, dann kann über diese Aufstellung des B-Plans ein Vorkaufsrecht der Gemeinde ausgeübt werden, um für den öffentlichen Nutzen dieses Grundstück zu gleichen Konditionen, wie der reelle Käufer dann gezahlt hätte, zu erwerben. Bei dieser Fläche des Sees und der Insel ist es etwas komplizierter. Da greift das allgemeine Recht nicht, auch wenn ich einen B-Plan dem Ganzen unterlege, weil wir diesen See ja nicht für, ich sag mal, Feuerlöschübungen oder Freizeitaktivitäten uns planerisch sichern können, sondern es hat einen höheren, ja nicht kulturellen Wert, aber kommunalen Wert. Und da gibt es Ausnahmen in diesen Vorkaufsrechten. Das passiert nicht automatisch, sondern muss per Satzung von der Kommune beschlossen werden. Das wird ganz häufig halt für Grundstücke getätigt, wenn sie im Bereich von Schulen keine Entwicklungsmöglichkeit mehr sehen, dass ihnen die anliegenden Grundstücke nicht vor der Nase von Wohnungsbauinvestoren weggekauft werden, sondern dass die Kommune dann dort eine Schule entwickeln könnte, einen Erweiterungsbau oder ähnliches. So, hier beziehen wir das jetzt auf den See. Ich habe das Ganze erarbeiten lassen vom Fachdienst Planung und Umwelt in der Amtsverwaltung in Trittau und dort hat sich auch die Kommunalaufsicht und der Kreis mit seinem Fachdienst, der ist nur Planung, ne? Mhm. Planung und Entwicklung, glaube ich, dort intensiv mit eingebracht, um uns eine Hilfestellung zu geben, wie wir unser Zugriffsrecht auf nur die Seefläche dort sicherstellen können. Daraus ist diese Vorlage entstanden und ebenfalls dort ist auch mit Anlage 1 und 2 der Geltungsbereich dargestellt. Wir haben hier beides, einmal inklusive des Randstreifens und einmal ohne den Randstreifen. Das würde ich ganz gern zur Diskussion stellen. Ich sehe ja eigentlich nur das eigentliche Seegebiet, weniger den Randbereich mit den Anwohnern, die bisher ja dort den Zugang zur Wasserfläche haben. Uns ist das hier als Alternative dargestellt worden, einmal als komplette hundertprozentige Anpassung an den B-Plan oder nur als Teilbereich. Wer möchte was zu sagen? Also Tatsache ist ja, dass wir den See haben möchten. So sollen uns auch die Bürger ja nicht sozusagen jetzt mit Vorkaufsrecht und Überplanung dann abschrecken. Ich meine, dann lassen auch diese erste Planung ohne diese ganz kurz. Oder? Ganz kurz. Manfred, magst du uns kurz mal verlassen? Fällt mir gerade ein. Wir sprechen darüber, ob Seegrundstücke. Bitte eins.
Also, ja, Entschuldigung, wir haben das eben jetzt ganz spontan reingeschossen. Wir haben ja jedes Mal, dass wenn die Gemeindevertretung berät, dann dürfen so viele Betroffene im Saal sein, wie sie wollen. Aber diejenigen, die hier abstimmungs- und redeberechtigt sind und auch Einfluss nehmen können auf den Verlauf der Sitzung und befangen sind, weil sie dort ein Grundstück haben, Eigentümer sind, die müssen dann den Raum verlassen. Und das habe ich hier eben unterlassen. Also ich weiß nicht, soweit ich weiß, hat sonst von den hier Anwesenden keiner... Wenig, bis jetzt. Auch keine Interessen, noch nicht. Okay, gut, jetzt kann es weitergehen. Aber. Ja, also ich meine, das langt diese... Die reine Wasserfläche damit aufzunehmen, die Anlage dazu, die Anlage 1 denn darüber zu stimmen. Also für mich ist das, macht das keinen Sinn, den Randstreit und damit ins Vorkaufsrecht reinzunehmen. Ja. Also ich konnte dem auch nicht zustimmen, wenn ich das hier gelesen habe und wie das empfohlen wird, weil ich am Anfang ein bisschen Bedenken hatte, ob es eventuell Probleme geben könnte, wenn wir bei dem einen den 50 Streifen haben. Und hier beim Vorkaufsrecht nicht. Aber wenn ich die Beschreibung gelesen, so interpretiere, dann ist es ja auch so, dass wir ja auch nur diesen Bereich des Sees für das Vorkaufsrecht in Anspruch nehmen wollen. Wir wollen ja nicht in irgendeiner Weise, falls mal ein Eigentümer sein Seegrundstück verkaufen will, auch da unser Vorkaufsrecht geltend machen, sondern es betrifft wirklich nur den See. Und nach den Ausführungen hier scheint mir das unschädlich zu sein, wenn wir das hier nur auf den See beziehen. Deshalb würde ich auch dafür stimmen, dass wir das nur so machen. Okay. So, jetzt haben wir ja die Art der Abstimmung hier gewählt. Also sprich, dass wir nur das auf Anlage 1 beziehen. Falsch, Anlage 2. Bitte? Nur den See. Anlage 2. Nur den See. Anlage 2, nicht Anlage 1. Richtig? Ja, ja. So, dafür lässt er jetzt daran teilnehmen, weil wir ja das, den Sachverhalt abgeändert haben. Ja, dann ist er betroffen. Jetzt ist er nicht mehr betroffen. Gut. Jo. Ach, danke schön. Der eine. Ich hab das nicht mehr getroffen. Jetzt ist er nicht mehr da. Ist er bleibt. Ja. Ist er im Box. Ist er nach Hause gegangen? Sie ist noch mal laufen. Ja. Du, Manfred, wir haben die Randbereiche herausgenommen, sodass du mit abstimmen darfst. Es ist lediglich über die Wasserfläche und die Insel jetzt abstimmen werden. Dann darf ich den Beschlussvorschlag verlesen. Die Gemeindevertretung beschließt, die als Anlage zu Top 8 der Urschrift dieser Satzungsniederschrift beigefügte Satzung der Gemeinde Großensee über ein besonderes Vorkaufsrecht gemäß nach § 25 Absatz 1 Baugesetzbuch Vorkaufsrechtssatzung für das Gebiet des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans Nummer 19 Seefläche des Großensees einschließlich Insel. Wir streichen also oder Entwicklungskonzept Großensee heraus und wir streichen auch alles, was hinter Insel steht. Wer dafür ist, bitte ich um das Handzeichen. Jetzt kommen wir zu dem Tagesordnungspunkt Anfragen und Mitteilungen. Haben die Gemeindevertreterinnen und Vertreter irgendwas, was sie anfragen oder mitteilen möchten? Das ist nicht der Fall. Und dann kommen wir schon zur Einwohnerfragestunde zu den vorgenannten Tagesordnungspunkten. Haben Sie Fragen zu dem, was wir hier besprochen haben? Auch nicht. Ich hatte die Sprache verschlagen. Ja. Das habe ich nämlich bei den Informationsabend vergessen. Darf man wissen, welche Immobilienfirma den See vermarkten will? Ich kann es dir nachher sagen, ja. Ja klar, also es ist in dem Sinne kein Geheimnis. Die Finanzbehörde Hamburg hat Grundstücke sozusagen ausgesucht, die sie dann weitergeben an eine Immobilienmanagementfirma, die diese Ausschreibung, diese Bieterverfahren dann einleitet und begleitet.
weil sie personell anscheinend unterbesetzt sind oder zu viel zu verkaufen haben. Das kann ich so nicht sagen. Aber das macht die Behörde nicht mehr selber. Bedeutet auch für uns, dass wir dort eine Cottage zahlen müssen. Aber nicht meine Frage damit beantwortet. Das habe das ich glaube nicht gedacht. Nee, kann ich dir nachher erzählen. Ja, okay. Das ist ganz auch erzählen. Ja. Aber auch für alle, die jetzt Interesse hätten, uns zuvorzukommen, wir haben ein beschränktes Bieterverfahren. Und nein, das ist einfach nur eine reine informative Geschichte. Ja. Wer da mit im Boot sitzt und das quasi. Und die Kontakte halt. Ja, genau. Ja, ja, können wir drüber reden. Warum können wir doch so auch gehen? Warum dürfen wir das jetzt nicht? Nö, kann man doch einmal erzählen. Bitte? Wird das öffentlich oder nicht? Ja, theoretisch ist das öffentlich. Ich meine, finde ich, dass man das doch euch sagt. Gut, die Firma heißt PMC, Immobilienmanagement. Okay. Wie die da rangekommen sind, ich weiß nicht, ob es da eine Ausschreibung gab. Das kann ich nicht sagen. Um die Immobilien zu vermarkten. Das geht. Aber das haben wir auch gar nicht mitgekriegt. Ja. Ja, mich würde noch mal interessieren, es sind ja damals 1890 beide Seen an Hamburg verkauft ja. worden. Wie sind die Besitzverhältnisse mit dem Lütjensee zurzeit? Privat. Der ist weiter veräußert worden, er ist privat, gänzlich. Es wurde für auch die Familie Albrecht von der Fischerklausel. Ja, ich weiß nicht, jetzt sind wir zu weit mit dem Namen Manfred. So. Aber das ist allgemein bekannt. Brauchst ja, das macht ja sein. No. Bitte? Dorothee? Müsstest aber ein bisschen lauter sprechen, bitte. Ich habe eine Frage nochmal zu diesen Randbereichen, die jetzt ausgeschlossen waren. Was für Nachteile hat das für die jetzigen Eigentümer, wenn sie nicht eingeschlossen würden? Und was für gibt sich großen See, wenn es sie nicht mit einbezieht? Da muss ich wieder rausgehen. Nein, ich hatte vorhin erwähnt, dass wir für ein einzelnes Grundstück kein B-Plan von der Theorie her aufstellen könnten, sollten. Der See ist ein Grundstück. Wir haben den Randbereich und wenn wir über Naherholung und touristische Ziele sprechen, dann ist es ja nicht nur die Seefläche, sondern dann sind das ja auch Wege, dann sind das Restaurants, dann ist es das Freibad und so weiter. Und wir haben auch die Möglichkeit, wenn jemand diesen See jetzt anders erwerben sollte, also ein Privater erwirbt und versucht dann einen Seezugang zu bekommen für seine Zwecke, was auch immer er dort vorhat, haben wir halt eine planerische Bremse damit. Ja, das habe ich schon verstanden mit dem B-Plan. Ich frage mich dennoch, warum aus dem Flughausrecht die Randbereiche kategorisch ausgeschlossen werden. Unser Ziel ist es doch, den See zu erwerben. Ich möchte nicht den 50 Meter Uferrandstreifen von den Herrschaften, die Seeanlieger sind, erwerben, wenn sie ihr gesamtes Grundstück veräußern wollen. Ja. Aber unser, ja? Entschuldige, ich weiß nicht, was für Grundstücke ich kenne, die Bebauung und die Verkleidung von großen Gebieten. Aber es kann ja dennoch interessant sein für die Gemeinde, wenn Teilbereiche verkauft würden. Und man könnte das ja so gestalten, dass man den jetzigen Eigentümer aber es könnte ja schon für die Gemeinde auch interessant sein, genau diese 50 Meter Randbereiche im Falle eines Falles zumindest noch mal ein Vorkaufsrecht. Also wir würden ja die Leute extrem schädigen, wenn wir jetzt für diese 50 Meter ein Vorkaufsrecht haben. Ja. Und dir wird ein Grundstück angeboten, 1000 Quadratmeter mit 20 Meter Uferstreifen. Mhm. Und dann sagen wir von der Gemeinde, oder du siehst das im Grundbuch, wir haben ein Vorkaufsrecht dort. Dann hast du ein Grundstück ohne Ufer. Und die 50 Meter unten zäunen wir ab. Damit würden wir das Grundstück ja massiv abwerten. Ja, das ist ja schon klar. Ja, und deshalb, da wir das nicht vorhaben, weil wir den großen See ja nicht, Bürger dort nicht schädigen möchten, wollen wir ja nur auf den See reflektieren. Mit dem Vorkaufsrecht. Die Planung umfasst alles. Und das Vorkaufsrecht nur wirklich das, was wir für die Allgemeinheit dann erwerben möchten. Und wir haben keine Vorteile daraus, wenn wir irgendwo ein Seegrundstück erwerben. Und keine Nachteile auf die Beschränkung. Ja? Punkt.
Also das ist natürlich auch ein Kompromiss mit den Anliegern. Wenn ich jetzt beigehen würde und sämtliche Anlieger mit in dieses Vorkaufsrecht reinnehme, hat das zur Folge, dass man das nicht mehr so frei verkaufen kann. Und was hat die Gemeinde an Interesse, rund um den See überall Grundstücke zu erwerben? Wir könnten uns das auch gar nicht leisten. So. Individuell gestalten. Es geht ja tatsächlich darum, und das kann ich im Moment nicht beurteilen, wenn Teilbereiche verkauft werden und für eine Nutzung, die vielleicht nicht im Interesse der Gemeinde ist, mir fällt gerade nichts Doofes ein, aber irgendwas, was nicht bebaut ist, oder ein Minigolfplatz, dass dann die Gemeinde nicht strafrecht hinterlässt. Hat sie immer. Das kann man vertraglich mit einbauen. Also wenn ein Teilbereich jetzt verkauft wird und jemand vorhat, eine Minigolfanlage am Ufer zu machen, dann würde das schon gar nicht gehen. Für so eine Minigolfanlage braucht man eine Genehmigung. Und das wird als Anlage gewertet. Ich weiß nicht, ob nur als bauliche Anlage, aber jedenfalls braucht man da eine Genehmigung für. Und das ist im Rahmen dieser 50 Meter schon gar nicht möglich. Also wir wollen nicht mehr Arbeit produzieren mit diesem Ganzen, sondern wir wollen einfach nur sicherstellen, dass das nicht an uns vorbeigeht. Dafür dieses ganze Prozedere. Weitere Fragen? Ja, Thorsten. Mal eine Frage zum Seerundweg. Der könnte ja eventuell später mal eine Rolle spielen, wenn der B-Plan greift oder wenn man den ausschmücken muss. Wie ist es eigentlich am westlichen Ufer, der schmale Weg, der da über die Privatgrundstücke oder an den Privatgrundstücken vorbeigeht? Ist das eine Duldung oder ist das Gemeindeeigentum? Das ist Gemeindeeigentum. Das ist Gemeindeeigentum. Das ist Gemeindeeigentum. Wir haben Gemeindeeigentum vom Pfefferberg unten beginnend bis hin zur Zufahrt des Wasserwerks. Da geht es ja nachher auch durch den Wald. Und da, wer intensiv guckt, kann da Grenzsteine finden und das ist im Eigentum der Gemeinde Großensee, der Wanderweg dort. Die Dame. Ja, ich komme nicht aus Großensee, ich komme aus Hamburg. Und bin eben sehr daran interessiert, dass die Gemeinde diesen See übernimmt, weil ich intensive Schwimmerin bin hier in dem See schon seit 20, 30 Jahren und habe eine ganz andere Frage, was bedeutet es, also es geht ja zunächst mal um das Geld auch, um diesen großen See zu erwerben und ich denke, da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, auch viele Hamburger dafür zu gewinnen und die Frage wäre aber, was gibt es an Folgekosten, wenn man den See besitzt, das ist mir überhaupt nicht klar. Was bedeutet das, einen See zu besitzen? Pflegekosten, was ist da an Pflege wichtig? Also das ist ja auch noch ein Bereich, der zu klären wäre. Also momentan sind wir ja seit 13 Jahren Pächter und wir verwalten den See für die Hansestadt Hamburg, sodass wir Einnahmen aus den Stegen und den Bootsgestattungen haben und damit sehr gut den Verwaltungsaufwand bestreiten können. Der auch zur Folge hat, dass wir eine Seeaufsicht haben, eine Person, die mit dem Boot umherfährt, mit Elektromotor und guckt, ob das soweit alles eingehalten wird. Die Einnahmen aus der Verpachtung an den Angelverein, die fließt zu 100% an die Hansestadt. Das ist eine Abmachung aus dem Jahr 2001, die Herr Lessau damals getroffen hat. Und wir haben so momentan keine Folgekosten. Ich kann mir. Entschuldigung, das wäre einfach wichtig, weil ich versuche, die Werbetrommel zu rühren in Hamburg, weil ich sehr viele kenne, die hier regelmäßig bereit wären, eben auch in Form von Spenden sich zu beteiligen. Ja. Aber da kam eben die Frage, wie ist das eigentlich, heißt das, wenn man sich da irgendwie jetzt findet, dass da noch ganz viel ein großer Schwanz hinterherkommt? Also zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Ich finde das prima, dass Sie Werbetrommel rühren. Auch wir werden das machen. Wir müssen aber jetzt erstmal in trockene Tücher kriegen, dass wir den Zugriff drauf haben. Man kann aber nicht absehen, was in Zukunft kommt. Und jeder, der Grund und Boden besitzt, weiß, dass sich über die Zeit Vorschriften ergeben haben für Abwasserbeseitigung und Hausanschlüsse und Ähnliches, die man vorher noch nicht geahnt hat. Es kann sein, dass beim Gewässerauflagen zu gewissen Reinhaltung, Probenahme oder Ähnlichem sein würde, die dann jeder, der einen See besitzt, als Auflage bekommen würde. Das ist aber das eine, dass, glaube ich, wenn einer eine Spende macht,
wird er nicht hinterher veranlagt für irgendwelche Sachen? Die nein, das ist dann immer der Eigentümer. Ja, das wäre weitergehend, wenn man zum Beispiel sagt, dass unter Umständen ein Verein gegründet würde oder so, um das irgendwie mitzutragen. Und das ist einfach ja. Sache. Gut, aber da ist auch wiederum die Schwierigkeit. Wir sehen schon, dass die Gemeinde, also sprich die Allgemeinheit, das Zugriffsrecht darauf hat. Wenn wir jetzt irgendeine, ich sag mal, eine Stiftung oder einen Verein gründen, haben sie viele, die ihre Ideen mit einbringen. Das kann sehr positiv sein. Das kann aber auch, wenn man etwas erhalten möchte und hat eine Anzahl von Leuten dabei, die dort andere Interessen haben, schon schwierig sein. Und da ist es so manches Mal schon schwierig genug für uns 13, immer einstimmig abzustimmen und das Boot in die richtige Richtung zu kriegen. Und das wäre in einer größeren Gruppe noch schwieriger. Deshalb haben wir uns so vereinbart, dass wir sagen, immer nur die Gemeinde. Eine Unterstützung kann man sich vorstellen. Und dieses Konstrukt müsste man dann später mal besprechen. Also. Gut. Frau Pantelmann. Ich hatte nochmal die Frage, es gibt ja einen Vertrag, Freibad, als das gebaut wurde mit Hamburg. Gibt es da noch Verträge? Oder wie lange läuft der Vertrag? Die Gemeinde ist Pächter des Sees und damit ist die Gemeinde hat auch mit sich selbst auch keinen Vertrag. Das Freibad wurde ja mit 90% bezuschusst seinerzeit. Ja. Und es wurde damals auch gesagt, es dürfen keine Parkgebühren genommen werden. Also muss es ja einen Vertrag geben. Also wir haben, dieses Freibad ist aus einer öffentlich-rechtlichen Förderung des Landes Schleswig-Holstein und der Hansestadt Hamburg entstanden. Und die haben damit 90% der Kosten, die für Gebäude, Steg, Parkplatzanlagen und so weiter entstanden sind, übernommen. Und daran sind wir gebunden. Ein Leben lang. Ach so. Wir nutzen das ja und führen das fort und wären daran gebunden, ja. Es sei denn, man würde das ändern mit dem Fahren. Gut, also. Aber hat mit dem Seger jetzt nichts zu tun. Naja, gut, wenn wir jetzt. Angenommen, der wird zu einer Höchstsumme verkauft und der neue Käufer verbietet das Bahnen im See. Dann dürften wir das Freibad aufgeben und das andere wäre dann auch vorbei, ja. Und daran will Hamburg nicht festhalten. Ich meine, irgendwo muss es doch ein Interesse von Hamburg sein, jetzt an einem Freibad weiterhin zu. Ja, Sie haben doch auch intensiv mit Herrn Stricker telefoniert, Frau Pantelmann. Ja, das ist der Sprecher des Senats. Ja. Und der Herr hat ja Ihnen gegenüber dargestellt, dass die Hansestadt kein Interesse hat, das einem Privaten an die Hand zu geben, der andere Ziele hat als die Gemeinde, die sie jetzt die letzten 13 Jahre verfolgt hat. Ich muss dann aber öffentlich mal die Frage hier in den Raum stellen, warum man die Gemeinde denn nicht als erstes gefragt hat, wenn man das so fortgeführt haben möchte. Wenn ich die Ausschreibungsunterlagen lese, das habe ich bei der Informationsveranstaltung ja auch gesagt, ist dort eindeutig beschrieben, welche Fristen sie einhalten müssen, zur Kündigung des Pächters, des Angelvereins, der Gemeinde, was an Gestattungsverträgen da drauf ist. Die sind ja auch nicht für alle Ewigkeit, sondern die sind ja auch immer dann gebunden an das Boot, an den Steg. Wenn der abgängig ist, könnte es sein, dass das nicht erneuert wird. Dort ist eindeutig darauf hingewiesen, dass man es auch anders nutzen kann, als es jetzt genutzt wird. Und da verstehe ich den Herrn Stricker nicht ganz. Ja, die ganze Situation ist unverständlich, dass man sowas der Öffentlichkeit erstmal wieder privat. Also ich kann mir vorstellen, nun weiß man ja eigentlich schon, dass Großen ein großes Interesse hat und auch ziemlich viel Geld hinblättern würde. Man könnte natürlich das Interesse beim Makler so sein, da man ja natürlich auch seine Provision bekommt, den Preis jetzt nochmal ein bisschen hochzutreiben, nicht? Mit den Privaten. Oder das mag ja sein, aber Sie haben ja gesehen, wir haben zwei Instrumente hier verabschiedet, die uns doch eigentlich was bevorteilen. Ein B-Plan kann abschreckend sein für jemanden, der jetzt was ganz anderes damit vorhat, als nur alleine persönlich darauf sein Paddelboot zu bewegen. Und die Vorkaufsrechtssatzung ist ja schon ein sehr massiver Eingriff, auch wenn Sie jemanden haben, der für einen exorbitant hohen Betrag das Ganze erwerben möchte. Haben wir die Möglichkeit, da den Zugriff drauf zu bekommen. Und die öffentliche Diskussion, die entsteht, wenn es an einen privaten Verkauf wird, ich denke, die ist noch deutlich schädlicher für die Hansestadt, wenn es dazu kommt, was wir alle nicht hoffen. Darf ich als Nicht-Großenseher was fragen?
dürfen ja. Sie, ja. Hat es durch den Verkauf des Hütchensees an einen Privatbesitzer irgendwelche Einschränkungen gegeben? Das kann ich Ihnen so direkt nicht sagen, aber dieser Besitzer nutzt es ja für sich, also für Fischzucht und so weiter. Wenn jetzt ein Anlieger dort ein Freibad am Lütchensee entstehen lassen möchte, denke ich, hätte der so seine Schwierigkeiten damit. Und er hat das Baden ja nicht verboten, da gibt es ja nicht. Ja, aber wenn Sie es kommerziell betreiben wollen, so, sicherlich. Ach, wenn Sie als Anlieger da reingehen, okay. Aber wenn Sie da jetzt Eintritt für nehmen, glaube ich, ist das nicht gewünscht. Ich kann noch ein Beispiel sagen. Ich habe am Wochenende mit einem Ehepaar aus Ammersbeek gesprochen und das ist natürlich immer Thema Großensee. Und die erzählten eben, dass mit dem Bredenbeker Teich da in einer ähnlichen Form ja so etwas vonstatten gegangen ist. Der ist also privatisiert und derjenige, der ihn gekauft hat, kündigt jetzt den Campingbesitzer, der da seit ewigen Zeiten ist, und einige andere Dinge, die da bisher, ja, also seit undenkbar langen Zeiten eben üblich gewesen sind, werden eingeschränkt bzw. verboten. Also die Möglichkeit, also muss man einfach sehen, dass so etwas sein könnte. Auch wenn das jetzt heißt, wie Herr Schrecker sagt, das macht sowieso keiner, wird nicht eingezwungen. Was ist in 30, in 40 Jahren? Irgendwann? Also Sie könnten in dem Sinne ja nicht so festschreiben. Wenn Sie jetzt einen Vertrag machen, erwerben Sie einen See und es ist nicht statthaft, sämtliche Beschränkungen da hineinzunehmen, was alles nicht gemacht werden darf. Ja, das könnte grundsätzlich verboten. Das könnte vieles sein. Ne? Aber da brauchen wir, denke ich, so uns keinen Kopf drum machen. Wir haben von der Gemeinde her zunächst mal in diesen beiden Tagesordnungspunkten viel gemacht. Jetzt kommt der interessante Tagesordnungspunkt im nicht öffentlichen Teil. Es tut mir leid, aber das besprechen wir jetzt ja untereinander. Das Fenster ist ja auf. Ja, noch. Wir machen das zu, wir werden ja auch verdunkeln. wo wir halt abwägen, was die Gemeinde als Gebot abgeben kann und was sie abgeben wird, um den See für die Gemeinde, großen See für die Bürger hier zu erwerben. Wann ist das öffentlich, dass wir da nachfragen? Also am 26.09. ist Gebotsabgabe. Danach, danach ist es so, dass ja die Angebote gesichtet werden. Und in diesem Bieterverfahren ist es so, dass die Hansestadt sich vorbehält, ihr Angebot beispielsweise zurückzuziehen, wenn sie sieht, dass die Gebote alle nicht in die Richtung gehen, wie sie gedacht hat. Aber sie kann auch nachverhandeln oder die Firma kann nachverhandeln. Und das würde ja dann nach dem 26.09. passieren. Letztendlich könnte ich Ihnen erzählen, wenn die Tinte unter dem Vertrag trocken ist. Weil erst dann ist man handelseinig geworden. Und erst dann kann man die Summe preisgeben, weil bis dahin jeder andere, der davon was erfährt, und das ist ja bei einer Zeitung anzunehmen, dass die viele lesen, könnte er uns ja überbieten. Und so wäre das ein Ping-Pong-Spiel, was ich so öffentlich nicht betreiben wollte. Ja. Rein theoretisch gefragt, wäre das möglich, dass Herr Hamburg auch eine Schenkung an die Gemeinde macht? Ja. Sie sind unser Mann, ich gebe Ihnen die Telefonnummer. Ich war jetzt gar nicht unberechtigt, weil ich muss sagen, ich bin mir selbst am Hamburger Abend beschäftigt und wir hatten das gestern großen Runde in der Konferenz und wir hätten das Großen See fest auf die Tüte gekriegt, über diese kleine Meldung. Und da kam tatsächlich die Frage, ob das möglich sei, an den Senat ranzugehen und zu fragen, ob man das nicht ob das überhaupt rückgängig machbar wäre, dass das als Schenkung ginge, weil Großen See und Großen See. Ja. Ganz einfach. Das ist so ein großer Wunsch. Ja, frage ich ganz einfach mal nach. Ich habe ja einen ähnlichen Weg versucht zu beschreiten, dass man auf Länderebene, die haben jetzt ja erst in Neumünster, war das Ende vergangener Woche? Nee, Anfang dieser zusammengesessen, die Länderparlamente von Schleswig-Holstein und Hamburg, dass man irgendwo etwas hat, was man tauschen könnte mit Zuzahlung oder was auch immer. Dass die Hansestadt Hamburg ein Bereich hat, der Schleswig-Holstein gehört, den sie gerne da hätten, auch im Naturschutzgebiet oder ähnlichem, aber das ist nicht der Fall. Und die Auskünfte, die ich von den Abgeordneten soweit aus dem Landesparlament in Kiel bekommen habe, dass Hamburg halt oder mit Hamburg sehr schwer zu verhandeln ist,
Das Einzige, wo sie einknicken müssen, ist dann bei der Schlickverklappung in der Nordsee, weil sie das selber, die Flächen nicht zur Verfügung haben. Aber bei vielen anderen Sachen ist es so, dass Schleswig-Holstein dort nicht die größten Interessen verfolgen kann. Das war eine ernsthafte Frage. Ja, also von der Sache her ja, klar. Ich gebe Ihnen ein paar Telefonnummern und Sie können sich dafür einbringen, aber mir ist das bisher noch nicht gelungen. Ich hätte auch noch eine Frage. Ja. Bei der Einwohnerversammlung war die Rede von einer Seegenossenschaft oder die Idee. Gibt es da irgendwelche Anfänge? Oder? Ich hatte das ja hier eben mit erwähnt, dass Genossenschaft man sich schwer vorstellen könnte, durch das allgemeine Mitspracherecht dann daraus. Eine, ich sag mal, bildhafte Beteiligung durch Spenden und ähnliches eher. Also, dass man auch eine Arbeitsgruppe daraus hat, aber wenn man jetzt die Mitbestimmung und die Kompetenz daraus sieht, dann wäre es ja auch eine Weiterveräußerung. Das Großen Sie, dieses Weiter gibt an eine Genossenschaft, ein Verein oder ähnliches. Ja. Und das halte ich für etwas problematisch. Ja. Frau Pantelmann. Wenn es ein Vorkaufsrecht gibt, dann könnte ja Großensee sagen, gut, wir bieten einfach mit, um im Gespräch zu sein, 100.000, und müssen da gar nicht auf irgendeine Summe zurückgreifen, die dann, wo man Großensee dann natürlich auch gebunden ist, die Summe zu zahlen. Das ist eine gute Idee, haben wir im Vorwege ja auch schon beraten. Ja. Jetzt nehme ich mal Ihre 100.000, dann sagt Hamburg, nee, dann ziehen wir das zurück und verkaufen das vielleicht klammheimlich mit einer anderen Ausschreibung. Aber wie wir die Zusage haben, wird es ja hinterher noch Gespräche geben. Dann kann man sagen, gut, wir wollten erstmal sehen, wie wir finanziell klarkommen oder wie auch immer, und mal gucken, was da überhaupt rauskommt. Mit dem Vorkaufsrecht ist alles möglich. Das wägen wir ja gleich ab. Da gibt es ja unterschiedliche Ansätze, die man wählen kann. Und wir Gemeindevertreter sind nun in der glücklichen Lage, dass wir gleich beschließen müssen, was wir von diesen Möglichkeiten dann letztendlich zur Ausführung kommen lassen. Und Sie werden da morgen nichts drüber erzählen, egal wer Sie anruft. Haben Sie keine Angst, dass andere Zeitungen dann mehr erfahren als Sie? Ja, das ist auch verständlich. Nee, also wenn ich Ihnen morgen früh erzählen würde, welche Summe wir hier festgelegt haben und wie wir da vorgehen wollen, würden wir uns ja ins eigene Fleisch stellen. Ja. Jetzt war da noch eine Wortmeldung. Ja, oder? Eine Frage, wenn großen Sie oder auch Hamburger spenden würden, ist sowas dann eigentlich, also fängt das bei meiner Steuererklärung gelten an? Ja, das ist schon eine gewisse Summe. Also das sind Details, die wir mit Steuerfachangestellten hier gleich nochmal in der Runde besprechen können. Wir haben ja mindestens zwei hier dazwischen. Also diese Problematik taucht erst später auf. Ich denke, wenn wir mit der Hansestadt zusammenkommen, ist das zunächst mal eine Summe, die Gemeinde vorstreckt. Worst case wäre, wenn jemand Privates ein deutlich höheres Gebot abgibt und wir durch dieses Vorkaufsrecht in der Lage wären, dort einzusteigen, aber innerhalb von 14 Tagen handeln müssen. Dann müssen wir wirklich schnell daran arbeiten und zügig, ich sag mal, auch große Summen zusammenbekommen. Und dann spricht man auch darüber, wie das Ganze rechtlich gestellt ist. Ob die Spende absetzbar ist oder nicht. Aber ich glaube, absetzbar ist es nur, wenn man an einen eingetragenen Verein oder Partei spendet. Wenn man an die Kommune aus Mitleid spendet, ist das, glaube ich, nicht von der Steuer absetzbar. Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann würden wir jetzt gerne noch unsere drei Tagesordnungspunkte ganz intensiv diskutieren. Und falls der eine oder andere noch Lust hat zu warten, kann ich ihm vielleicht mit der gebotenen Verschwiegenheit im Anschluss erzählen, zu was wir uns durchgerungen haben. Eine Zahl werde ich Ihnen aber nicht nennen. Wollte ich auch sagen, mit der gebotenen Verschwiegenheit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und recht herzlichen Dank für das riesige Interesse.